Welche Bedeutung hat der Vorarlberger Landtag für die Bevölkerung, war die Frage, mit der sich eine am Freitag im Landhaus präsentierte Studie beschäftigt hat. Die teilweise überraschenden Ergebnisse wurden von Landtagspräsident Gebhard Halder präsentiert. Es ist so, dass wir einen Vergleich gemacht haben mit den anderen Parlamenten, sprich Gemeindevertretung, Nationalrat, EU-Parlament und Bundesrat. Und hier habe ich schon die Reihenfolge gesagt. Also wir sind ziemlich gleich mit den Gemeindeparlamenten. Die Gemeindevertretungen sind sogar gar noch etwas besser in der Akzeptanz. Dann kommt der Landtag mit einer Zustimmung von über 70%, aber weit abgeschlagen dann der Nationalrat, das EU-Parlament und an letzter Stelle der Bundesrat. Das zeigt deutlich, dass im Bundesrat etwas verändert werden muss und der wieder deutlich in eine Länderkammer weiterentwickelt werden muss. Erfreulich ist im Gegensatz zur allgemeinen Politikverdrossenheit, dass der Vorarlberger Landtag für die meisten Bürger einen hohen Stellenwert hat. Ja, es ist schon erfreulich, aber zugleich Auftrag. Die Leute spüren, dass in einem überschaubaren Gebiet, also in der Gemeinde und im Land, Politik näher beim Bürger ist und näher mit dem Bürger und für den Bürger gemacht wird. Das kommt deutlich zum Ausdruck. Es ist aber auch Auftrag, dass man generell schon einen Landtag will, aber die Sachthemen im Land noch stärker verankert wissen will. Das sind Spitäler und Gesundheit, das ist die Energiepolitik, die haben mit 88% eine ganz hohe Zustimmung. Dann kommt Jugendschutz, dann kommen verschiedene andere Sachbereiche, wo eine starke Kompetenz des Landes vom Bürger gefordert wird. Das heißt als klar als Auftrag mehr Regionalismus und weniger Zentralismus. Ein Ergebnis der Studie ist allerdings weniger erfreulich. Gerade bei der Altersgruppe bis 29 Jahre sind sowohl Bekanntheit als auch Interesse am Landtag eher gering. Nicht zuletzt aufgrund der Wahlalterssenkung sieht der Landtagspräsident hier einen klaren Auftrag. In der kommenden Woche ist ja Landtag und da werden die Wahlgesetze beschlossen, sodass eben die Gültigkeit für die nächsten Wahlen dann ist. Die Jugendlichen ab 16 können dann wählen. Ich bin momentan Vorsitzender der österreichischen Präsidenten und habe mit als Schwerpunkt für meine Aufgabe gemacht Jugend und Politik. Ich habe schon einige Gespräche mit dem Jugendbeirat des Landes geführt. Wir versuchen, die Jugend besser zu informieren. Habe natürlich auch die Jugendgruppen, den Landesjugendbeirat eingeladen, an der Landtagssitzung teilzunehmen, wo diese Dinge beschlossen werden. Und es ist ganz einfach unsere Aufgabe, der Jugend die Politik näher zu bringen, so dass beim Jugendlichen das Gefühl entsteht, jawohl, ich kann mitentscheiden, da will ich hingehen, um zu wählen und nicht, was geht mich das an.